EA. Dead Space. Für die Getestung. Und dann sag ich mal, willkommen zu Dead Space. Ist zwar nicht mehr das neueste Spiel von 2008, wer es gelesen hat. Nichtsdestotrotz sage ich mal, lass den Horror beginnen. Wir spielen natürlich auf Mittel, was auch sonst. Oder? Vielleicht doch schwer? Ich sage mal, wir spielen Mittel. Okay, gut, ne? Ja, dann sage ich mal los. Okay, erstmal ein netter Ladebildschirm. Interessant, ja. Wichtige Informationen, wie ihr gesehen habt. Hallo. Ah, jetzt. Electronic Arts präsentiert eine EA Redwood Shore Production. Dead Space. Ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Es tut mir alles so schrecklich leid. Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Es ist kaum zu glauben, was hier vor sich geht. Ist schon seltsam. So ein kleines Ding. Wie oft hast du dir das schon angesehen? Sie scheint dir wirklich zu fehlen. Keine Sorge, wir sind fast da. Und sobald wir an Bord sind, kannst du sicher nach ihr sehen. Hört sich an, als hättet ihr eine Menge nachzuholen. Okay, wir sind da. Orbit wird synchronisiert. Der ganze Ärger wegen dem Felsbrocken. Der Abbau von Rohstoffen im All ist ein lukratives Geschäft, Miss Daniels. Glaubt man den Experten, gibt es auf Aegis 7 massig Gold, Kobalt, Silizium, Osmium. Und wo ist sie jetzt? Ah, da. Wir haben Sichtkontakt. Das ist also die Ishimura. Die USG Ishimura. Das größte Abbauschiff seiner Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Warum ist denn alles dunkel? Man sieht nicht ein einziges Licht. Corporal, bringen Sie uns weiter rein und rufen Sie sie. Passen Sie auf das Trümmerfeld auf. Wir sind hier, um Ihr Schiff zu reparieren, nicht unseres. USG Ishimura. Hier spricht das Notfallteam der USG Kalyan in Antwort auf Ihren Notruf. Bitte kommen, Ishimura. Sie müssen das Signal verstärken wegen des Energieproblems. Ja, wissen wir. Signal verstärken. Noch mehr. Ich habe noch nie von einem kompletten Kommunikationsausfall auf einem der Dinger gehört. Bei 1000 Leuten an Bord müsste doch irgendjemand sein Handy nehmen und... Was ist das? Ein defektes Array, wie wir erwartet haben. Ich tippe auf ein Problem mit dem Encoder. Bringen Sie uns da runter, dann kümmere ich mich mit Isaac darum. Dürfte nicht länger dauern als 48 Stunden. Sie haben die Lady gehört. Bringen Sie uns rein, mal sehen, was wir tun können. Gravitationsstrahl aktiviert. Automatisches Undock-Manöver eingeleitet. Verdammte Scheiße! Sir, die Undock-Probe... Was ist los? Wir sind ab vom Kurs, wir haben die Hülle! Fahren Sie die Schäde hoch! Ihr Traktorstrahl ist defekt. Schalten Sie sofort auf manuell um. Sind Sie irre? Sofort abbrechen! Nein! Wir können es reinschaffen! Corporal, das war ein Befehl! Das Feld ist zu stark! Soeben Ihren Arsch gerettet, Miss Daniels. Hätten wir das Manöver bei der Distanz abgebrochen, wären wir direkt in die Ishimura gekracht. Kommen Sie also wieder runter und dann an die Arbeit. Corporal, erstatten Sie Bericht.
Der Portbooster reagiert nicht. Und wir haben den Autopiloten mitsamt Kommunikation verloren. Wird eine Weile dauern, das zu reparieren. Organisieren wir uns noch ein paar Helfer im Besatzungsraum. Halt still, Isaac. Ich synchronisiere gerade alle Rigs mit dem Schiff. Okay, fertig. Alle sind topfit. Also, wir haben immer noch einen Job zu erledigen. Es geht los. Aufgabe hinzugefügt. Ich glaube, es kann losgehen. Ja, jetzt kann ich steuern. Ich bin also Isaac. Moment. Wie sonst auch immer muss ich mich natürlich mit der Steuerung vertraut machen. Was soll ich noch sagen? Ich habe gerade Hammer Bock auf diesen Weltraum-Horror, habe damals nämlich nur den ersten Teil von Dead Space gespielt und den dritten. Der zweite ist irgendwie völlig an mir vorbeigegangen. Okay. S plus RB. Danke. Wie gesagt, der zweite ist irgendwie total an mir vorbeigegangen. Und ich dachte, ich spiele einfach nochmal alle drei. Glaube ich zumindest. Mal gucken. Je nachdem, wie ich darauf so Lust habe. Aber auf den ersten Teil habe ich auf alle Fälle erstmal Lust. Was rede ich hier gerade von Blödsinn? Medikit klein. Wo ist denn hier der Ausgang? Hier ist der Ausgang. Halt. Nee, aber der erste Teil von Dead Space hat mir damals echt gefallen. Ne? Und ich wusste nicht so genau, was für eine Let's Plays ich jetzt so aufnehmen könnte. Ich hatte keine Ahnung. Sie haben nicht die Verbindung zum Portbooster verloren. Sie haben den Portbooster verloren. Ja, ich komm gleich. Warte doch mal. Unglaublich. Ich wusste auch nicht so genau, was ich gerade Let's Playen soll. Zurzeit, ich habe zwar noch Witcher 3, spiele ich ja auch noch. Aber Dead Space ist schon so lange in meiner Steam-Bibliothek, dass ich dachte, mach doch jetzt einfach mal daraus ein Let's Play. Ne, und so komme ich vielleicht nochmal in die Gelegenheit, den zweiten Teil zu spielen. Mal schauen. Ich weiß ja nicht, wer von euch Lust hat, so auf Dead Space. Also zugucken. Vielleicht ist ja der ein oder andere da draußen. Vielleicht gibt. Die Ishimura war das erste Abbauschiff und ist heute, 62 Jahre später, das dienstälteste Schiff seiner Klasse. Sie hält den Rekord für die meisten Planetenausschlachtungen. 34 bis heute. Und mit 14 Trillionen Kilotonnen abgebauten Rohstoffen auch den Produktivitätsrekord. Ganz egal, ob sie zu uns an Bord stoßen oder die Abbautrupps in der Kolonie unterstützen. Der Captain und seine Crew heißen sie willkommen und hoffen, dass sie einen angenehmen Aufenthalt haben werden. Concordance Extraction Company. Wir bringen der Menschheit die Zukunft. Was ich sagen wollte, bevor ich von dieser netten weiblichen Stimme unterbrochen worden bin, ist, vielleicht hat ja der eine oder andere Lust auf Dead Space. Ich hoffe es, dass euch das gefällt, dieses Let's Play. Ey, hab ich auch so eine Wumme? Ich will auch so eine Wumme haben. Nee, warte. Okay, hier haben wir eine Karte. Hier haben wir Mission, dem Sicherheitsteam folgen, Hangartür öffnen. Was haben wir noch? Nachricht an Nicole. Inventar, nur das Medikit. Waffen haben wir gar keine. Das, ja. Natürlich haben wir keine. Gib das Ding her. Ist was? Wesen hat ja nicht so einen coolen Helm wie ich. Okay, mal gucken, was hier so rumliegt. Ein Koffechen. Darf ich mal vorbei, danke. Hallo? Ja. Oh nee, mach mal auf das Ding. Was war das denn? Achso, ja genau, das war ja hier GPS. Genau. Ich hab keine Ahnung, wie ich. Nee, hör doch mal auf damit. Ja, schon lange her mit dem Spiel. Ah, okay, dann gehe ich mal hier lang. Man konnte doch zertreten, wie war denn das? Ich glaube, diese Steuerung ist noch nicht freigeschaltet soweit.
aus, als wären sie ziemlich in Eile gewesen. Findest? Hier drin sollte Sicherheitspersonal sein. Ja, sollte, ist aber nicht. Hier ist keine Menschenseele, ich empfange keinerlei Signale. Ich auch nicht. Und du? Die Sicherheitskonsole ist noch aktiv. Isaac, loggen Sie sich ein und sehen Sie nach, was Sie finden können. Hey, Sir. Sie bringen den Aufzug wieder zum Laufen. Nicht. Wir haben keinen Sack. Bringen Sie die verdammte Energie um! Überall Blut. Wenn wir alle zusammenarbeiten, kommen wir schneller hinter diese Sache. Kommen Sie, Isaac. Wir bringen das Computerdisplay online. Okay. Mit dem Lokalisierungssystem finden Sie Ihr nächstes Einsatzziel. Drücken Sie ES. Habe ich gerade schon gemacht. Aufgabenbildschirm YRB. Wirklich? Nein. Naja, Inventar ist RB, Y. Gut. Piep, 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 piep. Aufgabe erfüllt. Das sieht nicht gut hast aus. Du recht. Sie ist ganz schön ramponiert. Das Monorail-System ist offline. Wird schwierig, sich hier zu bewegen. Die Luft scheint wieder zu zirkulieren. Wäre ja mal ein Anfang. Was zum Teufel war das denn? Die automatische Quarantäne muss ausgelöst worden sein, als das Hitzesystem wieder angesprungen ist. Also ganz locker. Ganz locker, bleiben. Jungs, ganz locker. Was war das? Ich bin nicht. Waffenladen und entsichern, sag ich nur. Waffenladen und entsichern! Was ist hier mit uns im Raum? Wow. Waffenladen und entsichern! Oh oh. Ah! Scheiße! Nein! Lauf, Isaac! Hör auf damit! Ich lauf doch schon! Ich lauf doch schon! Ah! Nur mal so nebenbei erwähnt, ne? Ich habe das damals 2008 gespielt, aber, was ich sagen will, das kommt mir gerade so vor, als würde ich es zum ersten Mal spielen, weil von 2008, ne, das ist ja mittlerweile fast 10 Jahre her und ich weiß gar nichts mehr von dem Spiel. Und die ersten paar Minuten sind gerade schon wieder total geil. Boah, wieso schwitze ich hier gleich schon wieder? Naja, ich muss nur sagen, das ist fast so, als würde ich erst echt zum ersten Mal spielen. Ich weiß zwar, wir sind ja auf der Weltraumstation mit den ganzen Monstern etc. Kann mich auch an einiges so erinnern, aber es ist wirklich so, als würde ich zum ersten Mal spielen. Total geil. Hallo? Ich weiß wirklich so gut wie gar nichts mehr von dem Spiel. Weißt du, man kann den Anzug noch aufrüsten und alles. Und die Dinger hier zertreten eigentlich. Ich kenne auch diesen Plasma-Cutter, kenne ich auch noch. Aber da hört es eigentlich auch schon auf. Cut auf sehr. Hier Plasma-Cutter. Genau. Zielmodus. Warte. Huch! Auf damit! Genau, man kann ihn auch noch drehen. Diese Geräusche machen mich hier schon wieder ganz irre. Sie sind über uns. Achso, hier ist das jetzt. Oh Mann. RT und RB. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich wollte ihn nicht zu nahe treten. Mit den Gedärmen da raushängen. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung! Ich will mich umgucken. Entschuldigung! Ich will mich doch hier nur umgucken. Oh, Entschuldigung! Ich glaube, ich habe seinen Arm abgetreten. Ich will doch hier nur an. Ich will doch nur da ran. 1000 Credits. Diese Geräusche, die machen mich verrückt.
Ja, ich weiß, dass sie überall sind. Geht doch. Medipack. Und Plasma-Energie. Plasma-Energie hört sich gut an. Kann mal irgendjemand den Typen da töten? Der geht mir echt auf den Sack. Okay, wir müssen hier irgendwie durch. Das ist verschlossen. Kann ich hier vielleicht gegenschießen? Ich weiß wirklich gar nichts mehr. Okay, hat geklappt. Nachladen. Boah, das Spiel ist jetzt wieder so geil. Ich glaube, ich bin froh, dass ich das nochmal angemacht habe. Es war aber eine gute Idee, die wirklich nur mal sicher zu gehen, dass sie tot sind. Ich bin bewaffnet! Ich glaube, das Geräusch kam bloß von dem Arm hier gerade. Hat sie nämlich angehört, als würde hier noch jemand kommen. Ich hoffe, es ist nur von dem Arm. Ich bin bewaffnet! Die arme Sau. Ihm steht der Schreck noch ins Gesicht geschrieben. Ich gehe mal auf Nummer sicher, dass er auch ja tot ist. Isaac ist ein kranker Bastard. Der spielt, tritt gerne Leichen noch die Beine ab. Kennt er nichts. Plasma-Energie, her damit. Sie kommen durch die Lüftungsschächte. Oh, ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal so über so ein Schild freue. Notausgang. Monorail-Kontrollraum. Öffnen bitte. Bisschen Licht machen. Wow! Alter Schwede, kommt er hier rum? Ich und Horrorspiele immer. Sammeln Sie Erste-Hilfe-Pakete zur Erhöhung der Gesundheitsanzeige. Ja, mache ich. Gesundheitstaste X. Nimm erstmal A. So, Was ist das? Audiolog. Hier spricht Benson. Alle mal herhören. Sie benutzen die Lüftungsschächte. So bewegen Sie sich durch das Schiff. Bleibt weg von den... Achtung! Zurück! Zurück! Diese Weltraumhorror ist so genial gemacht, ey. Ich bin auch ein bisschen vorsichtig. Ja, bitte? Ja, hier bin ich. Ach, da seid ihr. Gott, kaum zu glauben, dass das geschafft hat. Ja, ich glaub dann auch kaum. Isaac, da waren noch mehr auf dem Weg hierher. Sind sie okay? Mehr was? Was zum Henker sind das für Dinger? Ist das die Crew? Schreien Sie nicht so. Was immer es ist, die sind nicht zum Plaudern hier. Und die Hälfte der Türen ist wegen der Quarantäne verriegelt. Wir müssen jetzt zur Brücke, aber dafür müssen wir erst das Monorail-System reparieren. Sie sind doch irre, Hammond. Sie werden uns alle umbringen. Wenn Sie auf mich hören, werde ich Sie hier rausbringen. Also, was ist jetzt mit der Monorail? Die Platine ist durchgeschmort, aber im Wartungssektor sollten wir Ersatz finden. Der Tunnel wird außerdem von einer defekten Monorail blockiert, die repariert werden muss.
Mist. Alles ist auf der anderen Seite der Quarantäne. Wir kommen nicht hin. Nein, wir nicht. Aber Sie. Isaac, wenn ich auf der Brücke bin, sollte ich Zugriff auf die Personalakten haben. Reparieren Sie die Monorail, dann helfe ich Ihnen, Nico zu finden. Okidoki. Nutzen Sie den Kartenbildschirm, um Einsatzziele und wichtige Orte zu checken. Okidoki. Sagt heutzutage noch jemand Okidoki? Ich glaube nicht. Okay, was haben wir hier? Credits. Was war das überhaupt? Platine benötigt. Ich weiß nicht mehr, was war denn? War das so ein Ding, wo man den Anzug aufwerten konnte? Nee, das war die Monorail, oder? Ne, steht ja auch da, Monorail Platine. Ich hab doch immer so eine Räume, da konnte man die Anzüge aufwerten und die Waffen und naja, also was. Aber wie gesagt, ist echt schon so lange her, ich kann mich da echt nicht mehr so richtig dran erinnern. Speicher, aber man konnte, es gab kein Autosave hier, nee, wirklich nicht? Das ist ja echt mies. Löschen bitte. Das hatte ich nur mal vor Ewigkeiten angetestet. Wann war denn das überhaupt? Das war so lange her. Ich möchte das löschen. Kann ich jetzt unten auch löschen? Ach, Moment, Entschuldigung. Mach mal mit der Maus. Mit der Maus geht's. Ja. Ja, ja, den möchte ich löschen. Das habe ich, als ich damals das Spiel mal gekauft habe, habe ich da nicht mal kurz mal eine halbe Stunde reingeguckt, weil ich damals schon Let's Play von machen wollte. Ist bestimmt schon, keine Ahnung, letztes Jahr im Sommer oder so war das, glaube ich. So hat er gespeichert, hat er gemacht. Gut. Offline, Monorail beschädigt, bitte reparieren. Oh, guck mal hier. Die Pornos dürfen natürlich nicht fehlen. Ist ja auch richtig so. Das scheint das Raumschiff zu sein, auf dem wir uns befinden, glaube ich, ne? Ja, die USG Ishimura Tram System. Okay, hier sind noch ein paar Spinte. Plasma-Energie. Medikit. Werden wir mehr als genug brauchen. Wir sind hier in einem Horrorspiel. Der stirbt, der steht auch 100%ig auf. Ich weiß es. Und nein, ich kann mich daran wirklich nicht erinnern, aber ich schätze es gerade. Das war zu offensichtlich ein bisschen, ne? Also ehrlich. Also es war wirklich zu offensichtlich. Was? 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 Oh, alter Scheiße, ey. Hab ich eine Gänsehaut. Ich nehme mal ein Medikit hier, wa? Boah, du miese Bastard. Du mieser Bastard. Du mieser Bastard. Ich wusste, er steht auf. Ich hasse den. Also, ich wusste es. Aber der erschreckt mich trotzdem noch. Ah, furchtbar. Muss mal speichern. So. Habe ich hier was übersehen? Ich glaube nicht, ne? Ist das ein Audio-Log oder was liegt da? Jo. Hier spricht Benson von der Monorail-Technik. Wir haben was rausgefunden. Smith hat einen umgelegt. Es hat keinen Zweck, auf ihren Körper zu schießen. Ihr müsst die Gliedmaßen abschneiden. Schnappt euch einen Cutter oder sowas und dann zerlegt sie. Gott sei Dank habe ich schon einen Cutter. Nachladen, Isaac. Nachladen. Gut, ist gerade hier sowieso der einzige Weg in den Monorail-Tunnel.
Ich hab da mal was hingelegt. Ich glaube, der war tot. Der war schon tot. Also da oben hing, oder? Doch, ne? Der war bestimmt tot. Seien Sie vorsichtig, Isaac. Es bringt nichts, wenn Sie auf die Körper schießen. Zielen Sie auf die Gliedmaßen. Zerstückeln Sie sie. Das sollte funktionieren. So. Ist ja ganz schlau, ey. Das war ja ganz schlauer gerade, um das normal zu sagen. Naja gut, lieber zweimal als gar nicht, ne? Und lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Okay. Gut, das ist also der Monorail-Tunnel. In den ich irgendwie nicht sein möchte. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, hier liegt sonst nichts. Was? Was war das für ein Geräusch, sag mal? Alter, die Atmosphäre im Spiel ist total geil. Kann man ja nicht anders sagen. Ich finde es sehr, sehr atmosphärisch. Stars im Modul. Stars im Modul. Stars sind langsam schnelle Objekte und Feinde. Zielmodus LT und X. Okay. LT und X. Die Tür scheint nicht zu funktionieren. Ach, wirklich? Versuch mal das Stars im Modul, das du gerade aufgerufen hast. Geht gleich los. Ach ja, genau, hier war ja die Station, da konnte man das Stars-Modul immer aufladen. Das funktioniert ungefähr so. Ja. Ich würde es gerne aufladen. Gut. Ich habe es nur mal ganz kurz getestet, ich weiß. So, Wow! Wie er abgeht, wie er abgeht. Wie so ein kleiner Fisch auf dem Trocken. Ah, steckt mein Fuß fest. Ah, jetzt. Mit dem Stars-Modul konnte man auch auf die Feinde schießen. Das war auch sehr hilfreich. Stasis-Pack. Ich lasse es aber noch liegen, weil ich glaube, ich bin ja fast voll noch. Kann ich vielleicht später noch gebrauchen. Oh, das sieht so unheimlich aus. Atmosphärisch wirklich total geil. Ich speichere mal lieber. Speichern ist hier Gold wert. Weil, ja, es keine Autospeicherpunkte gibt, ne? Wenn man das mal vergisst zu speichern, dann kann man richtig am Arsch sein. Ich gehe mal zu der Kiste. Ach, warum ist das Licht aus? Oh oh. Im Dunkeln ist das hier noch viel unheimlicher. Also wenn es hier im Spiel so dunkel ist, als gerade das Licht ausgefallen ist. Warum spiele ich Horrorspiele? Warum habe ich Angst vor Horrorspielen? Nein, ich habe natürlich keine Angst, aber atmosphärisch ist schon sehr geil gemacht und ich lasse mich immer viel zu sehr auf die Spiele ein. Das ist, glaube ich, immer mein Problem. Ich versinke immer so tief in Spiele.
Irgendwas sagt mir, dass ich da noch nicht reingehe. Ich gucke erstmal, was hier hinten ist. Warte mal, welcher Weg ist da? Ach, ist sogar der richtige Weg. Okay, also nein, noch nicht. Da möchte ich noch nicht rein. Ich gehe mal auf die Toiletten. No God, no fear. No God, no fear. Ja, okay, okay. Habt ihr auch die Stimmen gehört? Ich hoffe es. Wenn ich der Einzige bin, der sie hört, wäre das nicht gut. Das sind also Weltraumtoiletten. Aha. Wash hands before returning to work. Ja, ich weiß gar nicht, warum muss man überhaupt ein Schild aufhängen? Sollte das nicht eigentlich zum ganz normalen Benehmen gehören, dass man so etwas tut? Muss man daran wirklich Leute erinnern? Monorail Station. Okay, ich nehme mal hier die Credits mit. Und dann müssen wir wohl doch da lang. Ja, ich weiß, ich habe gerade gesprochen. Ich mach's einfach nochmal. Es dauert ja nicht so lange. Es ist ja ruckizucki getan. Oh, ruckizucki, noch so ein Wort. Sagt sowas heute noch jemand? Ruckizucki, ja? Genauso wie Okidoki? Was ist los mit mir? Stase-Modul sollte dir bei dem Armmechanismus helfen. Setzen Sie Stase ein, um irgendetwas zu machen. Ich hab's nicht mehr gelesen. Was ist das hier? Energieknoten. Keine Ahnung, wofür der gut war. Aber werden wir sicherlich noch rausfinden. Okay. Manueller Austausch. Austausch. Das sind wahrscheinlich riesige Batterien, würde ich jetzt mal tippen. Ich schwöre, ich weiß wirklich fast gar nichts mehr beim Spiel, echt. Muss mal kurz hier die Leichen überprüfen, ob die auch wirklich tot sind. Denn tot ist in dem Spiel nicht gleich tot. Hey Zack, auf den Kopf! Okay, ich glaube, die sind tot. Ja, damit. Audio-Lock. Okay, Waggon 8 ist kaputt. Wir haben ihn 20. Pro geschafft, aber jetzt ist der Verlader hinüber. Ich brauche hier unten sofort ein Stase-Modul. Wenn wir das Scheißding nicht von den Schienen kriegen, wird es das ganze System lahmlegen. Oh, Alter! Hab ich mich erschrocken. Boah! Das ist wirklich Horror in dem Spiel. Echt. Cola? Da war doch kein Horror. Das hier ist Horror. Der Scheißkerl, du. Aktivieren. Gut, gut. Ah ja, okay. Moment, Moment, Moment. Stell auf die andere Seite. Okay, ich glaube, ich muss beide dran. Was?
Rohr. Wie kommt hier noch eine? Da ist noch ein Lüftungsschacht. Ich hoffe, da kommt nicht noch einer raus. Ich glaube, ich habe mit der Stase gerade daneben geschossen. Ich glaube. Defekter Monorail-Waggon wird ersetzt. Bitte warten. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Du hast es geschafft. Die Monorail hat das gesamte System blockiert. Wenn du den Computer wieder online hast, kannst du die Monorail aus dem Kontrollraum rufen. Je schneller, desto besser. Ich höre da draußen was rumkriechen. Ja, kannst du mal hier reinkommen? Uah! Ich wusste es. Ich wusste, kommt irgend so ein Bastard. Deshalb habe ich mich die ganze Zeit irgendwie umgeschaut. Boah. Die Stasis-Fähigkeit ist jedenfalls ziemlich brauchbar. Ziemlich nützlich. Oh. Und wenn ich daran denke, dass Isaac in allen drei Teilen so eine Scheiße hier durchmacht. Der Typ braucht doch eine lebenslange Therapie. Oder ist er im dritten Teil gestorben? Nee, ich weiß es gar nicht mehr. Spoiler-Alarm. Nein, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß auch vom dritten Teil so gut wie gar nichts mehr. Im dritten Teil war, glaube ich, irgendwie war der Teil ein bisschen in Kritik, weil er mehr Action war. Hier ist irgendwie in den ersten beiden Teilen war wohl so mehr der Horroranteil, der war wohl größer gewesen als im dritten. Im dritten Teil war das so auf Action ausgelegt. Jedenfalls, was wollte ich sagen? Keine Ahnung. Wir müssen sowieso zurück. Ich laufe mal zurück, speichern und dann lass das glaube ich erst mit der ersten Folge hier. Oh oh. Ich höre was. Oh oh. Ich sehe was. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist tot. Hau ab. Gut, das soll es auch erstmal gewesen sein für die erste Folge. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten wieder. Bis dann, meine Freunde.